Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich muss zugeben, ich wüsste jetzt nicht direkt, worauf ich mich einlasse, wenn ich nach St. Pauli gehe. Wobei, ich glaube, es würde dort eine Berufsgruppe geben, von der ich jetzt nicht damit rechnen würde, dass ich sie dort antreffe. Nämlich Pfarrer sind ja alle 18. Nein, auf jeden Fall gibt es von Kurt Jürgens auch noch einen Film namens Der Pfarrer von St. Pauli. Das ist jemand, der hat entweder extrem wenig oder extrem viel zu tun, je nachdem. Wir können da mal einen Blick auf die deutsche Veröffentlichungsgeschichte werfen. Der Film lief ab dem August 1970 in den deutschen Kinos mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren. Erschien allerdings, sofern die OFDB in diesem Fall vollständig ist, niemand auf VHS oder auf DVD, sondern wurde im Heimkinomarkt das erste Mal im Blu-ray-Zeitalter veröffentlicht. Und da gibt es dann eben auch eine DVD plus Blu-ray Special Edition. Die zeigt uns hier auf dem Frontcover-Artwork eigentlich 1:1 das alte deutsche Kinoplakatmotiv, das zwar natürlich nicht unbedingt meinen Stil hat, wobei ich natürlich das einfach ausgeschnittene Konterfei von Kurt Jürgens auf diesem einfärbigen roten Hintergrund so auch ein bisschen mich an diese alten klassischen Edgar Wallace-Filme erinnert, was ja natürlich generell dieser Plakatstil war, der da in Deutschland eben zur damaligen Zeit vorherrschend war, ist auf jeden Fall ein interessantes Motiv, muss man sagen. Und wir können auf das Backcover wechseln. Da gibt es dann natürlich wieder die Information, dass der Film neu im Original-Kinoformat von 1:66:1 abgetastet und restauriert wurde, dass es eben ein Booklet gibt, bla bla damit. Hätte man ja bei einem Mediabook grundsätzlich gar nicht rechnen können. Aber auch das wieder ein haptisch ansprechendes, dickes Mediabook mit, in meinem Fall nicht 100% sauberen, aber das dürfte ein Einzelfall sein, eingearbeiteten Booklet, eben im Stil, wie es auch bei Play on Pictures ist. Und dann haben wir hier in der Hülle auf der einen Seite den Film auf DVD und auf der anderen Seite dann auf hoppala, auf Blu-ray, wobei wir im Innendesign von dem Mediabook hier eigentlich relativ speziell einzelne Artworks vorfinden, die auch nur in diesem rot-schwarzen Stil sind, wo ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob die vor Panik schreien oder lachen. Ist ja in Anwesenheit eines Pfarrers beides möglich. Dabei haben wir hier auf dem Backcover dann ein Bild, das tatsächlich in einer normalen Farbgebung gehalten ist. Und auch finde ich dieses Mediabook im Inneren hier sehr schön illustriert. Aber apropos illustriert, das bringt mich natürlich zu dem Punkt, der sich zwischen den beiden Discs hier im Mediabook befindet. Da gibt es dann als Deckblatt noch einmal eine etwas textreduzierte Version vom Originalplakatmotiv bzw. Frontcover. Es gibt dann hier noch ein paar Randinformationen zu diesem Film bzw. eben ein bisschen Text und ein paar Details eben zu Regisseur Rolf Olsen, der auch bei diesem Titel wieder auf dem Regiestuhl gesessen ist, beziehungsweise ein paar alte Aushangfotos, ein paar Werberatschläge, sonstige Details. Dabei ist übrigens interessant, wenn ich jetzt noch einmal auf das Mediabook zu Captain Raubein vielleicht zurückgehe, weil jetzt da doch mehrere Artworks, mehrere Mediabooks gibt zu den Kurt-Jürgens-Filmen. Und da wird wahrscheinlich niemanden überraschen, dass die Booklet-Seite zu Kurt-Jürgens zwar mit einem anderen Bild illustriert wurde, aber der Text natürlich 1:1 übernommen war. Genauso wie beim alten Mediabook, das ist etwas, das habe ich dem Label genau so zugetraut. Da, hoppala, sind sie, was natürlich die Textqualität betrifft, in ihren Labels tatsächlich wirklich, wirklich ein Bodensatz, muss man echt sagen. Aber die Verarbeitung und die Ausstattung von dem Booklet und Mediabook finde ich an der Stelle trotzdem relativ cool, weil auf der einen Seite diese alten Filmprogrammhefte und Filmempfehlungen sind eine nette Sache. Es ist ein wirklich stabiles, dick aufbereitetes Mediabook, das mir persönlich eigentlich gut gefällt, einen ganz guten Eindruck hinterlässt und deswegen auf jeden Fall eine nette Sache für die Sammlung.